Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen am dritten Advent. Reiß die Wolken auseinander und komm, hier, jetzt sei unser Gott, wer sonst? Niemand sonst hat uns gesucht, niemand hat unser forteilendes Herz umgewendet, unsere widerspenstige Seele angeredet als du. Niemand sonst hat gerufen wie ein Verliebter, hier bin ich, hier bin ich. Wie ein Verlorener hast du gerufen und unser Herz kehrte um und hörte. So hat es Hub Osterhuis gedichtet. Lassen Sie uns diesen rufenden Gott in diesem Adventsgottesdienst hören, mit offenen Ohren und offenem Herzen. Und lassen Sie uns das tun im Schein der Kerzen, die das zum Ausdruck bringen wollen, was Christus hier in unsere Welt hineinbringt. Licht. Er spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis herumirren. Nehmen Sie das als eine ermutigende Adventsbotschaft. Zu Gast heute in der Stunde des Höchsten ist Ina Ströbele, eine sehr bemerkenswerte Frau. Ihre größte Leidenschaft gehört den Menschen mit geistiger Behinderung. Seit Jahren setzt sie sich mit viel Zeit und Mühe für sie ein. Was sie dazu drängt, was sie dabei denkt, das erzählt sie uns im Gespräch. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst nun miteinander feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lassen Sie uns beten mit Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, wir warten auf dein Kommen. Viele von uns sehnsüchtig und hoffnungsvoll, manche auch schon enttäuscht. Und da kommst du, anders als erwartet, ein Kind in der Krippe, ein Herrscher ohne Waffen in deiner armen Gestalt. Und doch bringst du den Frieden mit, den wir alle suchen, bringst die Liebe, nach der uns so sehr verlangt, das Glück, dem wir hinterdrein laufen. Herr, öffne unsere Augen, dass wir den Glanz sehen, der über deiner Krippe liegt, und die Macht Gottes erkennen, die in deiner Machtlosigkeit erscheint, damit unsere Herzen zu brennen beginnen und wir dir nachfolgen auf deinem Weg. Du gewaltloser König, du Friedefürst. Amen. Ich freue mich auf meinen Gast heute in der Stunde des Höchsten, ein ganz besonderer Mensch. Sie hat eine Praxis für Biografiearbeit, Lebensberatung und Seelsorge. Sie hat Familie, Enkelkinder, ist glücklich verheiratet und sie ist in ganz besonderer Weise verbunden mit den Zieglerschen und dort vor allen Dingen mit der Behindertenhilfe. Wieso und weshalb, das soll sie uns gleich selber sagen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo Frau Ströbele. Hallo. Herr Bräuning. Können Sie uns das ein bisschen erklären? Warum sind Sie so verbunden mit der Behindertenhilfe der Zieglerschen? Ja, gerne. Ich habe einen behinderten Bruder, der ist mit 12 Jahren verunglückt, also vom Auto überfahren worden und ist dann lange im Koma gelegen, so über ein Vierteljahr, und war dann hinterher behindert, mehrfach behindert, und hat dann noch zu Hause gelebt. Und als mein Vater dann gestorben ist, dann ist er in die Zieglerschen gekommen. Meine Mutter konnte das einfach nicht mehr, das war einfach alles zu viel. Und er ist dann zuerst in die Haslachmühle gekommen und lebt jetzt seit 1966 in den Zieglerschen. Muss ich nochmal zurückfragen, als der verunglückt ist, wie sind Sie da als Familie damit zurechtgekommen, zuerst mal einen gesunden Bruder zu haben, einen gesunden Sohn, ein gesundes Kind und dann mehrfach behindert? Oh, das war nicht so einfach. Wir waren kurz vorher geflüchtet. Wir haben gewohnt oben an der Ostsee. Dann sind wir hierher gekommen und dann ist mein Bruder verunglückt und mein anderer Bruder, das war 1955, deswegen weiß ich das so genau, ist da geboren. Der eine ist verunglückt und wurde behindert und der andere kam. So Nachzügling war es dann, ne? Wie kamen Sie denn persönlich mit Ihrem Bruder zurecht in der folgenden Zeit? Damals wurde da nicht groß nachgefragt. Da hatte man einfach zu funktionieren. Meine Eltern mussten beide arbeiten, der eine morgens, der andere nachmittags. Und zwischendurch war ich dann da und habe auf den Kleinen und auf den Großen aufgepasst und war auch gerade mal 10 Jahre, ne? Boah, da sind Sie vermutlich oft an Ihre Grenzen gekommen, oder? Ich weiß es gar nicht, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Wenn Sie heute drüber nachdenken, war das für Sie ein Vorteil, dass Sie damals nicht drüber nachgedacht haben? Oder kommt heute einiges hoch, wo Sie sagen würden, ah, hätte man mal besser früher drüber geredet? Nicht. Das war ganz normal. Die anderen Kinder, wir haben auf dem Dorf gelebt, die mussten auch arbeiten. Entweder mussten sie ins Obst oder in die Hopfen oder sonst wo und haben Hopfen gepflückt. Und es ist nicht so gewesen wie heute, dass alle Welt in Urlaub gefahren ist. Wir waren alle zu Hause, wir waren irgendwo schon zufrieden. Aber Sie mussten sich um einen kranken, behinderten Menschen kümmern. Ich habe das mit der Behinderung eigentlich nicht so wahrgenommen. In der Zwischenzeit ist viel Zeit vergangen. Wie nehmen Sie es denn heute wahr? Was haben Sie für eine Beziehung zu diesem Bruder? Eine gute, würde ich sagen. Und er kommt auch ganz gerne zu uns nach Hause. Wir haben eigentlich einen sehr engen Familienverbund. Und er kommt also jeden Monat, ein Wochenende und dann zu allen Feiertagen und Geburtstagen und freut sich einfach, wenn er dann zu Hause ist, ne?
Er findet es auch schön, zu Hause zu sein, so wie andere Kinder auch. Ne? Und unsere Kinder wiederum, die sind natürlich mit ihm aufgewachsen. Ne? Ich weiß noch, muss ich was erzählen? Und zwar war er auch mal wieder im Sommer da und unsere Tochter, die Christina, die war vielleicht gerade 5 Jahre alt und hatte immer eine Horde Kinder um sich rum und dann sprangen sie da vom Garten rein und mein Bruder saß da und dann sagte sie zu ihren ganzen Kindern da, ach, ihr müsst euch überhaupt nicht aufregen, ihr braucht auch keine Angst zu haben, der ist nur ein bisschen verhindert. Und wenn ich da so dran denke, muss ich heute noch schmunzeln. Mhm. Denken Sie ab und zu mal darüber nach, wie es wäre, wenn er normal wäre, wenn er diesen Unfall nicht gehabt hätte? Nee, eigentlich nicht, es ist Fakt. Es ist Fakt, er ist behindert, er wird auch nicht normal, also brauche ich gar nicht drüber nachzudenken. Gewisse Dinge im Leben muss man nehmen, wie sie sind. Sie sind jetzt auch eine kirchlich-christlich engagierte Frau. Ja, das ist richtig. Wie verbuchen Sie das denn in Sachen Verhältnis zum lieben Gott? Ist das ein Unfall, was er dazugelassen hat? Eine schlechte Planung von ihm? Oder? Ich sehe das vielleicht nicht ganz so. Für mich ist ganz klar, dass wir hier auf dieser Erde leben und Gott hat uns kein Leben nur auf Höhen zugesagt, sondern wir müssen auch immer wieder mal durch tiefe Täler gehen. Und heute ist es kein tiefes Tal mehr. Heute ist es eine Normalität. Ne? Und ich bin auch nicht der Meinung, dass wir immer nach dem lieben Gott schreien müssen, wenn irgendwas passiert ist, weil vieles machen wir Menschen selbst kaputt, nicht Gott. Haben Sie den Eindruck, er hat Ihnen trotzdem irgendwie in dieser Situation geholfen oder werden Sie immer wieder auf ihn aufmerksam, auch gerade durch diesen Bruder? Mein Konfirmationsspruch, ja, der hieß, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Und es ist etwas, was mich eigentlich mein ganzes Leben lang behütet, beschützt und wo ich mich einfach geborgen weiß. Sie kümmern sich heute fast schon hauptberuflich stark um die Angehörigen von Menschen mit Behinderung. Warum ist es denn so wichtig, dass man sich um die Angehörigen kümmert? Ja, die Angehörigen. Wir haben 1982 bei den Zieglerschen uns überlegt, wie wir das mit den Angehörigen machen und haben damals eine Angehörigenvertretung ins Leben gerufen. Und aus dieser Angehörigenvertretung ist ganz, ganz viel Gutes für die Menschen mit Behinderung einfach entstanden. Und die Angehörigen sind die Menschen, die man eigentlich leicht vergisst. Ich habe gemerkt bei meiner Mutter, wie schwer das ist, wenn eine Mutter ein behindertes Kind hat. Ich bin ja dann in der zweiten Generation, ich bin ja nur die Schwester. Meine Kinder sind, und da bin ich dem lieben Gott wirklich dankbar, gesund. Ja? Und haben auch bis jetzt nichts gehabt, aber das weiß man auch nicht. Und wenn ich überlege, was manche Mütter durchmachen, die 2 Kinder haben, die behindert sind und klein sind und dann noch ein Kind haben, das dann gesund ist, das ist schon schwierig. Und in der heutigen Zeit erst recht. Was können Sie denn für diese Angehörigen tun? Was tut denen denn gut? Wir haben von unserem Angehörigenbeirat haben wir ein Mütter-Verwöhn-Wochenende initiiert und Geschwisterseminare. Und man braucht da gar nicht viel machen. Nur zulassen und so unbewusst ein bisschen führen, dass sie sich begegnen und miteinander austauschen und irgendein paar gute Worte dann auch noch machen. Ne? Das ist klar. Außerdem haben Sie ins Leben gerufen und leiten heute den Förderkreis der Behindertenhilfe. Sagen Sie uns dazu noch ein Wort. Warum ist es wichtig, sich für Menschen mit Behinderung so förderlich einzusetzen? Wenn zum Beispiel der Fall eintritt, dass Zähne kaputt gehen und die Brille kaputt geht, dann stehen die Leute da, die ganze Gruppe geht in eine Freizeit und sie könnten nicht mit, wenn wir das nicht finanzieren können. Weil vom Kostenträger kommt da ja nichts mehr. Und dann gibt es die Kunstfreizeit. Wir haben ja Künstler, die ganz toll malen bei uns in Zieglerschen. Und da versuchen wir das auch zu unterstützen. Und dann haben wir Leute, die überhaupt nicht mehr rauskommen. Und da haben wir ein Programm aufgelegt, so eine 1:1-Betreuung, ja, wo Menschen kommen und mit denen einmal durchs
durch Wilhelmsdorf gehen, dann in Wilhelmsdorf mit ihnen Kaffee trinken, die Tiere angucken und dann dürfen diese Menschen wieder nach Hause gehen, sonst würden die nie rauskommen. Mhm. Was haben Sie denn aus dieser ganzen Arbeit, aus diesen vielen Bemühungen um diese Menschen persönlich für eine Lebensphilosophie oder Lebensweisheit, die Sie uns heute mit auf den Weg geben können, gezogen? Für mich selber ist es wichtig, dass, wenn ich mal nicht mehr bin, dass da, wo ich gelebt habe, dass alles ein bisschen besser geworden ist. Das ist so das, was ich verändern möchte in meinem engsten Umkreis. Und ich denke, wenn das jeder tut, dann ist das genug. Das ist eine frohe Botschaft. Herzlichen Dank, Frau Ströbele, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen viel Kraft für alle Aufgaben, die Sie noch anpacken. Und freue mich, wenn wir uns hier mal wiedersehen in der Stunde des Höchsten. Vielen Dank. Gerne. Wenn Sie Informationen haben möchten über die Angehörigenarbeit oder über den Förderkreis, melden Sie sich bei uns. Bekommen Sie bei den Ziegloschen. Es gehört für mich persönlich zum Advent wie das Amen in der Kirche. Das schöne Lied, es kommt ein Schiff geladen. Von klein auf, es ist eines meiner Lieblingslieder. Es kommt ein Schiff geladen, bis an seinen höchsten Bord trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters ewigs Wort. Das Schiff geht still im Triebe, es trägt eine teure Last. Das Segel ist die Liebe, der Heiliggeist der Mast. Der Anker haft auf Erden, da ist das Schiff an Land. Das Wort will Fleisch uns werden, der Sohn ist uns gesandt. Zu Bethlehem geboren, im Stall ein Kindelein, gibt sich für uns verloren, gelobet muss es sein. Und wer dies Kind mit Freuden umfangen, küssen will, muss vorher mit ihm leiden, groß Pein und Marter viel, danach mit ihm auch sterben und geistlich auferstehen, das ewig Leben erben, wie an ihm ist geschehen. Da wird Advent erklärt mit einem mir sehr lieb gewordenen Bild, nämlich einem Schiff. Wenn immer es geht, bin ich auf dem Bodensee mit einem Schiff unterwegs. Wunderschön ist die Stille auf dem See, das Wasser, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge. Es gibt für mich und meine Familie nichts Schöneres, als das zu genießen. Allerdings ist die Situation auf dem adventlichen Schiff gar nicht so romantisch. Denn wer an Bord kommt, um etwa dem Sohn Gottes auf dem Schiff zu begegnen, hat es gleich mit Widerwärtigkeiten zu tun. So heißt es dort im Lied am Schluss, Leiden, große Pein und Marter viel. Es scheint so, dass ausgerechnet dieses Schiff mit dem Sohn Gottes an Bord in gefährliche Situationen kommt, in Seenot. Übrigens genauso
wie das Boot der Jünger, auf dem der Sohn Gottes ebenfalls an Bord war und das in ganz, ganz große Seenot gerät, wie man es in Matthäus 8 lesen kann. Dort heißt es: Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, so dass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, hilf, wir kommen um. Da sagte er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz still. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Man könnte zunächst einmal misstrauisch werden. Warum geraten ausgerechnet die Schiffe mit Jesus an Bord immer wieder in die abenteuerlichsten Situationen? Warum ist das Leben an Bord mit so viel Spannung und Not verbunden? Vielleicht kann uns folgendes Wissen helfen, ein Missverständnis zu klären. Das Schiff ist ein ganz frühes christliches Symbol. In der Antike waren Schiffe ein Inbegriff für das Abenteuer des Menschen, die unermessliche Weite des Meeres zu bezwingen. Schiffe bauen zu können, bedeutete Macht und Wohlstand für ein Volk. Die Hafenstädte waren die einflussreichsten und reichsten Städte. Dort pulsierte das Leben. Dort waren auch die Zentren der Kultur. Warum? Schiffe verbinden miteinander fremde Länder und Welten. Schiffe ermöglichen nicht nur Warenaustausch, Schiffe ermöglichen den Menschen verschiedener Sprachen und Kulturen einander zu begegnen. Schiffe bringen Fracht aus unsichtbarer Ferne. Sie kommen aus einer Welt, die für den Menschen an Land nicht erreichbar ist. Sie bringen Leben aus einer nicht sichtbaren Welt. Schiffe kommen aus einer Welt, die im wahrsten Sinne des Wortes den eigenen Horizont übersteigt. Ein Schiff symbolisiert also unser Leben, unsere Lebenswelt. Und unser Leben, unsere Lebenswelt ist ein Abenteuer. Mit vielen Risiken, mit vielen Gefahren. Und jeder auf dem Schiff, der Seemann, die Matrosen, egal wer, ist ein echter Abenteurer. Ganze Welten kann man mit dem Schiff erschließen und in der Entdeckung neuer Länder und Kontinente die Weltsicht und den Horizont stark verändern. Im Prinzip also ein großartiges Moment, jedes Menschenleben. Aber in jedem Abenteuer wohnt eben auch die Gefahr, das Risiko. Immer wieder kann es zu großen Krisensituationen kommen und damit auch zu großer Not. Wohl dem, der an Bord dann den Sohn Gottes hat. Wer mitten in seinem Abenteuerleben nach Gott in Jesus Christus Ausschau hält. Mit ihm beginnt quasi ein ganz neues Abenteuer, ein geistliches Abenteuer. Stürme legen sich, Wellen beruhigen sich, Nebel lichten sich, Land kommt wieder in Sicht. Es kann in eine ganz neue Richtung weitergehen. Plötzlich eröffnen sich neue Horizonte, neue Möglichkeiten. Plötzlich kann das Leben an Bord in Ordnung kommen, zu einer neuen Ordnung, in der man dankbar und zufrieden ist für den, der mit an Bord ist und der Sturm und Wellen stillen kann. Was für eine Horizonterweiterung. Also, räumen wir auf mit diesem Missverständnis. Nicht das Schiff, auf dem Christus ist, gerät in Seenot, sondern mein persönliches Lebensschiff gerät ständig in Seenot, weil das Leben ein Abenteuer ist und mit Risiken verbunden. Tragisch, wenn man dann nur auf sich alleine angewiesen ist. Tröstlich für alle, zu denen Christus an Bord kommt. Martin Buber fasst das Leben an Bord einmal folgendermaßen zusammen. Es schreie ein jeder zu Gott und erhebe sein Herz zu ihm, als hinge er an einem Haar und der Sturmwind brauste bis zum Herzen des Himmels, bis dass er nicht wüsste, was er tun solle und beinahe keine Zeit mehr hätte zu schreien. Und in Wahrheit ist ihm kein Rat und keine Zuflucht, als einsam zu werden und seine Augen und sein Herz zu Gott zu erheben und zu ihm zu schreien. Das tue man zu jeder Zeit, denn der Mensch ist in der Welt in großer Gefahr. Dietrich Bonhoeffer schreibt einen Tag nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 21. Juli 1944 Folgendes. Erst in der vollen Diesseitigkeit des Lebens lernt man glauben. Und diese Diesseitigkeit des Lebens spielt sich
auf unserem Boot ab. Auch auf dem Schiff, das zur Adventszeit geladen bis an den höchsten Bord in unseren Hafen einläuft. In vielen Bootsgeschichten der Bibel ist das Erste, was Christus den Jüngern, den Abenteurern an Bord zuruft: Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Es hört sich an, als ob damit der Steuermann den Kurs vorgibt und erklärt, dass er um das Beste für uns weiß. Und das Beste ist: Hab keine Angst. Du brauchst keine Angst zu haben. Du bist nicht alleine. Ich bin mit dir auf deinem Lebensabenteuer. Deshalb hört man auch auf dem adventlichen Schiff die tröstliche Botschaft: Habt keine Angst. Seid nicht furchtsam. Ich bin da. Zwei Freunde von mir, Frank und Peter Hübner, haben einen wunderbaren Lied zum Ausdruck gebracht, was die Adventsbotschaft für sie und mich sein könnte. Habt keine Angst. Und wenn du morgen dann wieder allein bist, in einem Alltag voll Ratlosigkeit, wenn das Singen und Lachen verstummt ist, überlagert von Ärger und Streit, in die Lähmen der Angst vor der Zukunft, in das Erschrecken vor Krankheit und Leid, klingt seit Ostern das Lied eines Siegers: Keine Angst, ich bin da, jederzeit. Hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht an der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt. Ich bin da, darum fürchte dich nicht. Amen. Es kommt ein Schiff geladen bis an sein höchsten Bord. Trägt Gottes Sohn voll Gnaden des Vaters ewigs Wort. Zu Bethlehem geboren, im Stall ein Kindelein, gibt sich für uns verloren, gelobet muss es sein. Und wer dies Kind mit Freude umfasst, muss vorher mit ihm leiden, groß Pein und Marter viel. Danach auch mit ihm sterben. Wir möchten füreinander beten, gerne auch für Ihre Gebetsanliegen. Die können Sie uns zukommen lassen über unsere Homepage www.stundedeshoechsten.de. Sie können uns auch gerne anrufen. Teilen Sie uns Ihr Leid, Ihre Anliegen mit. Wir greifen Sie gerne auf, auch in einem Gebetskreis, in dem wir regelmäßig für Sie beten. Vater im Himmel, wenn du bei uns einziehst, verwandelt sich unsere Welt. Wenn du uns erleuchtest, weicht unsere Verzagtheit. Wenn deine Liebe uns anrührt, verschwindet unsere Angst. Das danken wir dir und bitten dich, richte neu die Hoffnung auf, wenn Enttäuschung uns niederdrückt. Lass wieder Vertrauen wachsen, wenn Zweifel uns lähmt. Wenn wir unser Recht fordern, erinnere uns an das Recht der anderen. Wir bitten dich für die Welt, in der wir leben, wecke die Gewissen auf durch dein Wort. Deinen Geist lass wirksam sein in unserer Kirche, in allem, was gedacht, gesagt und getan wird, dass wir zusammenfinden, weil du kommst.
Und nun lassen Sie uns miteinander beten, so wie es uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bin dankbar für meinen Glauben. Auch wenn mir oft anderes wichtiger ist, das Geld, der Erfolg, das Vergnügen, ich glaube schließlich an einen Gott, der mich trotzdem liebt. Wenn mir Menschen von ihrem Glauben erzählen, dann höre ich höchst unterschiedliche Antworten. So erzählt mir jemand seine Lebensgeschichte. Er hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Schließlich kam der totale Absturz. Er war am Ende. Eines Abends kam er ohne irgendwelche Erwartungen in eine christliche Veranstaltung. Eine Freundin hatte ihn mitgeschleppt. An diesem Abend, so sagt er, begann mein Leben neu. Ich betete zu Gott und spürte plötzlich seine Liebe und seine Kraft in mir. Was für ein dramatisches Ereignis. Andere sind in den Glauben hineingerutscht, einige schon von Kindheit an. Für manche verlief der Weg zu Gott dramatisch. Für andere war es einfach klar, mit ihm zu leben. Manche sind von Gott so begeistert, dass sie allen davon erzählen. Andere sind sehr zurückhaltend und sprechen nur selten über ihren Glauben. Manche singen gern die alten Kirchenlieder. Andere lieben neue Loblieder, zu denen sie am liebsten aufstehen und tanzen würden. Manche meditieren gern und gehen in die Stille. Andere genießen die Gemeinschaft und einen ausgelassenen, fröhlichen Glauben. Der Glaube äußert sich so unterschiedlich, wie die Menschen unterschiedlich sind. Doch sie alle sind verbunden durch das gemeinsame Hören auf einen Gott, der die Menschen so sehr liebt, dass er seinen Sohn für sie gegeben hat.
Das war's für heute in der Stunde des Höchsten zum dritten Advent. Schön, dass Sie mit uns gefeiert haben. Gerne können Sie mit uns in Verbindung bleiben. Wir freuen uns auf Ihre Post, auf Ihre Mails oder auf Ihre Anrufe. Gerne dürfen Sie auch einen Eintrag in unserem Gästebuch hinterlassen. Schauen Sie dazu vorbei auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de. Dort können Sie auch die Predigten nachlesen, indem Sie die herunterladen. Oder Sie können Werbematerial bestellen oder einfach viele Informationen über unsere Arbeit Stunde des Höchsten bekommen. Seit einiger Zeit sind wir auch auf Facebook gegenwärtig. Geben Sie einfach ein Stunde des Höchsten und kommen Sie miteinander ins Gespräch. Wir haben für Sie eine kleine Broschüre vorbereitet. Ein Wort zum Kreuz. Darin erklären wir, was wir uns gedacht haben bei diesem SDH-Kreuz. Wenn Sie daran Interesse haben, dürfen Sie diese Broschüre gerne kostenlos bei uns bestellen. Vielen Dank für alles, was Sie uns an finanzieller Unterstützung zukommen lassen. Zum Jahresende fehlen noch ca. 30.000 Euro, damit wir die Kosten decken können. Sie können uns dabei helfen. Entweder per SMS einfach das Kennwort SDH an die 81190 senden und uns damit 5 Euro zukommen lassen. Oder Sie spenden online über die Homepage. Alle Unterlagen sind dort zu finden. Oder Sie bestellen sich noch eine kleine SDH-Spendenbox. Es ist immer wieder erstaunlich, was den Leuten alles einfällt, die diese Spendenbox irgendwo aufstellen, um für die Arbeit von Stunde des Höchsten Geld zu sammeln. Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Danke für alles, was Sie uns zukommen lassen. Wenn Sie heute das erste Mal diesen Fernsehgottesdienst gesehen haben und sich heute noch bei uns melden, haben wir ein kleines, aber feines Begrüßungsgeschenk für Sie. Sie bekommen von uns diese CD-Card mit einem neuen Lied zur Jahreslosung 2012. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Eine schöne Karte, die Sie selber nutzen können oder die Sie an andere weiter verschenken können. Also melden Sie sich. Gehen Sie nun als die von Gott Gesegneten in die kommende Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich bei allem, was du tust oder lässt. Er sei dir ein gnädiger Gott in allem, was dir gelingt oder nicht gelingt. Er erhebe sein Angesicht auf dich, auf dass es für dich und für andere hell wird. Und er gebe dir in dein Herz, in deinen Geist, in dein Zuhause seinen tiefen und guten Frieden. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Viele Menschen arbeiten und leben in den Zieglerschen, ein großes diakonisches Unternehmen, die hinter diesem Fernsehgottesdienst stehen. Wir sind tätig im Altenhilfebereich, in der Behindertenhilfe, in der Jugendhilfe und in der Suchtkrankenhilfe. Wir möchten, dass Menschen zu einem erfüllten Leben finden. Wer wir sind, was wir tun und wo wir sind. Dazu möchten wir Ihnen gerne folgende Bilder zeigen. Seit fast 200 Jahren kümmern sich die Zieglerschen im württembergischen Wilhelmsdorf um hilfesuchende Menschen. Begonnen hat alles mit einer kleinen Gruppe mutiger und engagierter Christen. Inzwischen sind die Zieglerschen zu einer großen diakonischen Einrichtung geworden. Fast 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen rund 6000 Hilfesuchende. Freut ihr euch schon? Fliegen? Hast du ein bisschen abklopfen? In unseren Seniorenzentren finden alte Menschen eine neue Heimat. Viele von ihnen sind hochbetagt oder schwer demenzkrank. Der richtige Ansprechpartner sind wir aber auch für junge Menschen, etwa mit schwierigem sozialen Hintergrund. Mit Wertschätzung und Kompetenz geben wir Starthilfe für ein gelingendes Leben. Suchtkranke Menschen finden bei uns Begleiter auf dem Weg in eine freie und zufriedene Zukunft. Auch Menschen mit Behinderung sind bei den Zieglerschen zu Hause. Sie erfahren fördernde Betreuung und treffen Freunde fürs Leben.
Kinder und Jugendliche mit Hörsprachproblemen betreuen wir vom Kindergarten an. Viele Therapieangebote und Spezialschulen machen sie zu mutigen Menschen, die das Leben zu meistern wissen. Bei den Zieglerschen tragen die Menschen das Herz am rechten Fleck. Genauso ist ihre Unterstützung bei uns am richtigen Ort. Danke, dass Sie uns helfen, diese Arbeit zu tun. Wenn Sie mehr Informationen über die Zieglerschen möchten, kommen Sie vorbei. Besuchen Sie uns einfach einmal oder rufen Sie uns an. Kommen Sie mit uns ins Gespräch oder surfen Sie auf unserer Homepage www.zieglersche.de. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.